Dann machen wir eine Wirtschaftssimulation. Strategie, eine Wirtschaftsstrategiespiel. Gut, ja, Wirtschaft, Strategie. Auf dem PC. Mit der Spielengine 3. So, das nennt sich. Strategische Wirtschaft. So. Ja, natürlich wieder für alle. So ein kleines Spiel, weil das uns zu teuer wird. So, ich nehme 3D Grafik V1. Das ist nicht so wichtig, das ist ziemlich unwichtig. Ich mach das mal so. Packe ich trotzdem alles mit rein. Ui, das geht aber Technologie und Designpunkte. So, das ist richtig wichtig, ne? So, ja, ja, voll krass, ne? Und das hier vielleicht so. So, für Marketing können wir diesmal auch fast nichts ausgeben. Oh, und wir verlieren Fans, das ist natürlich so optimal. So. Passt. Ja. Gott. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich gleich. Das wäre ein Schwerpunkt auf Grafik. Weil was will ich mit dem Wirtschaft zum in einem Wirtschaftsstrategiespiel mit Sound? Obwohl, ich weiß nicht. Oh Gott, sind schon alle sauer, weil ich keine richtige Antwort gegeben habe. Okay. Genau. Das. Aber es scheint, dass andere Vater nicht diese Ansicht sein. Und ihrer Meinung nach Sound wichtig. Oh, okay. Das ist so unglaublich sinnvoll. So mache ich hier mal ein bisschen Marketing. Nur so ein bisschen Zeitschriften. Ich meine, Hype macht ein schlechtes Spiel zwar nicht gut, aber lässt sich ein schlechtes Spiel ein bisschen mehr verkaufen. So, neuer Rekord in Sachen Design und Technologie. Das dürfte gut sein. Oh Gott, bitte. Jetzt bin ich ja gespannt. Sieht gut aus. Okay, richtig geil, Mann. Ich sollte mal auf das beliebte Gimri-Genre achten. Und noch eine 10, komm schon, das wäre richtig geil. Na, Alter, ganz ehrlich, eine Allgames mehr bitte. Das. Warum willst du mehr, ne? Ja. Warum willst du mehr, ne? Wenn. Das gibt's doch nicht. Gott, ganz ehrlich, ne? Ohne Spaß. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt wird's wieder alles funktionieren, hoffe ich. So, okay, und weiter geht's. Und ich habe Spielgeschichte beschrieben mit der strategischen Wirtschaft. Und ich mache richtig viel Geld. Oh ja, richtig geil. So, da können wir gleich wieder forschen. Zum Beispiel die Fortsetzung. Und die 2. KFV3. Einfach damit ich alles habe. Ach, geht nicht. Du machst ein neues Thema und zwar Transport. Dann kann ich irgendwie eine Transportsimulation machen. Oder ein Transportstrategiespiel. Genau, ich mache ein Transportstrategiespiel in 3D. Davor stelle ich aber jetzt noch mal einen ein. Ja, finde ich gut. Hier kommt irgendwas ganz Billiges. Ach, das ist so teuer. Ich nehme aber diesmal echt den mittleren Messestand, weil das bringt bestimmt irgendwas. So von wegen Werbung für Spiele und so. So. Der macht viel zu. Oh Gott, die können ja alle nix. 8, der macht nur 8.
So, beschäftigt männliche und weibliche Mitarbeiter. Oh Gott, in der Spielefirma, ich arme. Gut, dann werde ich jetzt ein neues Spiel entwickeln. Ein mittleres Spiel. Und zwar ein Transport. Ein Transportstrategiespiel. Für den PC. Mit der Spiele-Engine 3. Und das Ganze nennt sich Der Transporter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ich habe das bestimmt schon mal irgendwo gehört. So, weiter. Ich habe den dritten Mitarbeiter auch nur geholt, damit ich jetzt das hier besser aufteilen kann. So, Gott, das kann ja gar nichts. Kann ja gar nichts. So, irgendwas mit Design. Hier, Story-Quest. Zack, zack. Ja, passt so. Ja, es ist ja Strategie, also kann ich das, glaube ich, alles so lassen, wie es jetzt ist. Auch wenn das vielleicht blöd ist, wenn ich das alles so lasse, weil dann ist es so ziemlich das gleiche Spiel und dann nervt das die Leute. Vermute ich. So, der Transporter und strategische Wirtschaft. So, dann zeigen wir mal, wie viele hier schon waren. So, sieht mehr als letztes Mal aus. Gut, ich habe schon einen Hype von 18. Das ist zwar nicht sehr viel. Okay. Okay. Mittelgroße Aufträge sind freigeschaltet. So, Level ist ganz richtig wichtig, deswegen ist das ganz hoch. Das mache ich nämlich, weil es so wichtig ist. So, hier Dialoge sind nicht so wichtig. Ein bisschen runter. Damit man ein bisschen eine Herausforderung hat. Okay, dann mache ich das kurz hier. Ich bin. So. Ja. Das ist auch gut. Haben wir sich geschafft, Zugriff auf ein paar Systemkomponenten zu haben, wenn sie Wargames spielen möchten. Dann denken sie auf an. Was? Das ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben uns kürzlich dazu gefallen, ein paar entscheidende Systemkomponenten von ihnen und zwar, wenn sie Wargames spielen möchten, überweisen sie 36.000 auf die angehende Verbindung, wenn wir mit der Sabotage beginnen. Ach so. Vielen Dank für den Auftrag. Ja, ne, ich meine, das kann ja nicht schlecht sein. Ach nein! Das ist doch blöd, ich bin fast fertig. So, soll ich mal forschen? Ach, geht nicht, scheiße. Ein Spielbericht. Damit schon mal kompetente Leute dran arbeiten.